Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind hier bei dem Speerposten gewesen, das letzte Mal, und wollen jetzt hier einfach mal den Schrein machen. Er wollte nur gerade... Ich bin kurz verwirrt gewesen. Aber nur kurz. Ja, warte, ich muss mir erstmal hier wieder umgucken. Erstmal gucken, wo ich überhaupt bin. So, jetzt darf ich anfangen. Oh, das geht alles so schnell. Wir gucken mal, wie schnell das ist, wenn ich eine Ladezeit... Ah, nee, die kann ich gar nicht überspringen. Ich bin voll doof. Die kann ich gar nicht überspringen. Aber geht alles sehr schnell. Whoop. Und da sind wir schon. Da muss ich gar nicht so viel schneiden, hä? Huh? Kampftechniken. Das ist so ein Kampfschrein, gell? Hab ich irgendwas Krasses dabei? Nur das Ding. Das sind Zweihänder. Aber das ist okay. Ja. Unser erster Kampfschrein. Ui, das ist eine Elite, ne? Oh, der hat bestimmt... Nee, der hat das... Der hat normale Waffen. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Okay. Weiche Angriffen mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Okay, zur Seite. Okay. I see. Warte mal. Dann würde ich aber gerne irgendwas Kleineres in die Hand nehmen, tatsächlich. Wir haben gar nichts. Wir haben nichts Kleineres. Egal, wir schaffen das auch so. Ich war noch nicht bei dir. Mach nochmal. Ja. Ich muss jetzt hier, jetzt üben wir Timing heute mal. Oh, das war richtig, das war richtig. Das war richtig! Aber nicht das Timing, das ich erwartet habe. Weiche Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus. Okay. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. I see. Oh, das war zu früh. Moment. Das kriegen wir hin. Das war nicht richtig. Ich will es immer zu früh. Das war zu spät. Jetzt, nein. Oh Mann, ich muss mich gleich heilen. Ah, hohoho. Das ist ein weirdes Timing. Wie soll ich das denn... Jetzt greif an, Link! Okay, wir müssen schneller Y drücken. Ah. Okay, pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, das kriegen wir hin. Müssen wir erstmal die Waffe wegstecken. Na los. Okay, warte. Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Ja, yeah, okay. Oh, das war's? Sehr gut. Oh, wir haben keinen Platz. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Okay. Thank you. Oh, Kiste. Oh, ich liebe Kisten. Okay, wer nicht, ne? Ja, ich will das Ding weghaben. Ich will das mitnehmen. Und das. Oh, wir haben... Warte. Wir haben noch einen Bogen zum Wegwerfen. Ich wollte schon sagen. Und noch eine Energiesphäre. Sehr gut. Ja. Raus. Wir haben es geschafft. Komm, gib mal irgendwas frisch krasses, oder? Oh. Oh, ich liebe das jetzt. Oh, ich vergesse, dass es existiert, aber es ist so gut. Ich glaube, ich will das mal weghaben. Wir haben auch sehr viele Äxte. Ich glaube, wir können auch mal Äxte wegwerfen. Guck mal. Oh, guck mal, wie cool das ist. Oh mein Gott, ich liebe das. What? Wie krass das aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte wissen müssen, dass meine Katze direkt wieder total ausrastet, wenn ich hier am Aufnehmen bin. Schön. Yay. Sehr gut. Nummer 2. Und wieder volle Herzen. Wunderbar. Ich liebe das, dass die Ladezeiten so kurz sind. Das ist so angenehm. Können wir einfach drin lassen. Wunderbar. Oder auch nicht, die ist doch ein bisschen lang. Mal gucken.
Mal gucken. So, was machen wir denn jetzt? Wir müssen da lang weiter. Ich will aber irgendwie... Nee, wir gehen erstmal da lang weiter, wo wir hin sollen. Bevor ich jetzt hier wieder zu viel rumgucke. Oh, was ist das? Ein Buch, ein Zettel, eine Notiz. Die Monsterwehr ist im Auftrag von Pura, der Leiterin des Spähpostens, ausgerückt. Momentan suchen wir unter dem schwebenden Schloss Hyrule nach Prinzessin Zelda und ihrer Begleitung. In der Gegend wurden Miasma und Monster gesichtet. Es ist daher ratsam, sich vor der Abreise gut auszurüsten. Truppenführer Holm. Ja, den suchen wir. Genau, wir sind auf dem Weg zu ihm. Was haben wir hier? Oh, das ist ein gutes Schild. Können wir wegwerfen? Können wir ein Schild loswerden? Das da. Oder das da. Nee, das ist sogar krasser als da. Egal. So, wir nehmen dich. Oh, das ist süß. Und da ist noch ein Schwert, ein Reiseschwert. Das würde ich gerne mitnehmen. Da können wir jetzt auch im Moll. Da sind Schwerter. wollen wir die mal wegmachen? Ja, machen wir das Ding mal weg. Und nehmen das mit. Hier ist alles so auffällig schon wieder. Das ist so witzig, weil wir in der letzten Folge Breath of the Wild erst hier waren. Beim Schloss quasi. Oder in den letzten paar Folgen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber ich finde es einfach so witzig. Okay. Wir müssen zum Schloss. Gehen wir hin. Da kommt jetzt Wasser runter. Das sieht irgendwie witzig aus. Wen haben wir hier? Hi, wer bist denn du? Link? Wann bist du vom Schloss zurückgekommen? Da stehe ich die ganze Zeit hier wache und kriege trotzdem nicht mit, wie du hier rausmarschierst? Boah, wie es scheint, habe ich noch eine ganze Menge Training vor mir. Truppenführer Holm weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walls, dort auf dem Hügel hinter diesem Tor. Beeile dich und erstatte ihm Rapport. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Ja, wenn hier alle so überrascht sind, mich zu sehen, dann schätze ich mal, dass er das auch sein wird. Weil an ihm bin ich ja wohl auch offensichtlich nicht vorbeigekommen. Sondern ganz woanders aufgewacht mit einem neuen rechten Arm. Ui. Das hat ein neues Tor bekommen. Das sah früher nicht so aus. Kann ich da nicht einfach aufmachen? Kann ich das so machen? Ja. Und der so, was passiert hier? Der registriert mich gar nicht. Oh doch, da, jetzt. Jetzt hat er mich gesehen. Hi. Wir sind alle in hoher Alarmbereitschaft. Die Suche nach Prinzessin Zelda und dem Helden Link läuft auf Hochtouren. Also hau ab und lauf uns hier nicht im... Link? Ich meine, ehrenwerter Ritter Link? Bitte verzeiht, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon wieder aufgetaucht seid. Das heißt dann wohl, wir können die Suche nach euch einstellen, ja? Einverstanden? Also auf jeden Fall solltet ihr euch so schnell wie möglich bei Truppenführer Holm beim Tor des dritten Walds melden. Folgt einfach weiter diesem Weg hier. Gut. Machen wir das. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Oh, ich erinnere mich an den Weg so gut. Oh mein Gott, es ist alles wie damals. Kann ich da hoch? Ist da was? Guck mal, da ist was. Hier sieht alles so ein bisschen schwarz-weiß aus, ne? So ein bisschen, als wäre es entsättigt worden. Vielleicht liegt es aber auch, weil hier so vieles aus Stein ist. Das kann natürlich... Oh, das ist eine Kiste. Eine Kiste für uns. Her damit. Wirklich, ist hier nur eine Kiste drin? Eine Leiter nach oben gibt es hier auch. Oh, 5 macht der. Genau wie die anderen. Nö, dann will ich den nicht. Die neuen Bögen sind hübscher. Ich spiele das Spiel für neue Dinge und nicht für alte. Ich nehme nur die neuen Sachen gerne mit. Guck mal, da geht's rein. Können wir einfach reingehen? Das müssen wir gleich ausprobieren. Aber wir müssen auf die andere Seite mal gehen. Hopp, 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 hopp. Hoch mit dir. Was haben wir hier? Nix, ne? Nichts. Können wir da hoch? Oh, warte. Geht das? Ist hier irgendwas? Wenn hier nichts ist, fange ich an zu weinen. Eine dicke Taube ist hier. Komm schon.
Nein! Hier ist einfach nichts. Betrug! Oh! Okay, wir leben noch. Jetzt einfach hier. Okay, wir gehen da jetzt rein. Mich kann keiner davon abhalten. Ist das Hyrule-Gras? Ja, gell? So sah das aus. Ja. Dieses gesunde Kraut wächst seit uralten Zeiten in Hyrule. Als Kochzutat füllt es mehr Herzen auf als Ruhe. Okay. Oder liegt was? Ein Soldaten-Zweihänder. Das wäre noch cool, wenn man auf Sachen vom Boden aufheben will, dass man auch dieses Menü bekommt, dass man die Wahl hat, Sachen wegzuwerfen. Ich will das, glaube ich, weghaben. Sonst ist hier nichts. Schade. Egal, wir haben es versucht. Hier ist keine Wand, die bröckelt, oder? Nicht, dass wir hier irgendwo ein Secret übersehen. Am liebsten einfach... Oh mein Gott, wartet. Das ist zu hoch, oder? Das geht leider nicht. Es ist nicht zu hoch, aber... Es bleibt... Ah! Es bleibt rot. Okay, dann gehen wir weiter. Wir sollen ja eigentlich nur den Weg hier lang gehen. Klappt gut. Oh, hier, ne? Hi, geht's hier lang? Jetzt will ich eigentlich da lieber lang gehen, ne? Link, der große Ritter? Nein, das ist ja unmöglich. Hier ist Unbefugten der Zutritt verboten. Wer nicht Teil des Zelda-Suchtrupps ist, hat hier nichts zu suchen. Befehl von Truppenführer Holm. Du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppenführer eine Ausnahmegenehmigung zu holen. Er müsste sich beim Tor des dritten Walds oberhalb dieses Weges aufhalten. Okay, also wir sind immer noch richtig. Oh, nein, lass mich doch da durch! Wieder. Ja, ist okay. Hartnäckig, wie? Ich kann mich nur wiederholen. Du darfst hier nicht rein. Sonst wird Truppenführer Holm wütend. Und das wollen wir doch nicht, oder? Du kannst natürlich versuchen, dir vor... Ja, okay. Aber kommen wir dann da rein, wenn wir bei dem waren? Dürfen wir dann da reingehen? Boah, das sieht so fett aus da hinten. Ich bin so gespannt. Wir wissen ja immer noch nicht, was jetzt hier eigentlich das Ding ist, weil Titanen gibt es ja wohl nicht mehr. Aber was machen wir denn dann? Es muss ja so Dungeons und Bosse trotzdem geben, ne? Darf ich hier rein? Oh, noch ein Schild. Guck mal. Das war ein gutes Schild, gell? Machen wir jetzt mal das weg. Warte, nein. Das da, weil das haben wir schon benutzt. Nehmen wir das mit. Aber ziehen lieber nochmal das da. So, machen wir mal ein paar Kisten kaputt. Oh, ein Hyrule-Pilz. Wir haben noch keinen Hyrule-Pilz gesammelt. Na gut, wir sind ja gerade erst angekommen, ne? Macht schon Sinn. So. Das ist sehr cool, hier rumzulaufen. Ohne, dass man hier von allen Seiten beschossen wird. So, hier können wir einfach hoch. Oh, die Musik. Oh. Wir können hier überall fast lang gerade. Absolut cool. So, der sagt uns wahrscheinlich auch nur dasselbe. So, wo müssen wir hin? Wer bist du? Achso, das ist nur wieder Doomstar. Von Doomstar. Hi! Erschrecken wir dich jetzt auch? Uiuiuiui, von Namen betrachtet kann man da echt Angst bekommen. Ich hatte von diesen Abgründen bislang ja nur gerüchteweise gehört. Abgrund? Spinnst du, mich so plötzlich anzusprechen? Ich hätte da reinfallen können. Abgründe wie dieser sind durch den Kataklysmus entstanden. Es sind, nun ja, tiefe Löcher halt. Sehr tiefe Löcher. Beängstigend, aber auch irgendwie hypnotisch. Also ich würde mich da nie so nah hinstellen. Niemals! Kann ich da runter und dann wieder hochglitt? Also, wisst ihr, was ich meine? Das sieht aus, als könnte man da hin. Ah. Hey, bist du der Truppenführer hier? Nee. Du hast einen Topf auf dem Kopf. Bist du hier, um bei der Suche nach Prinzessin Zelda zu helfen?
Genau wie wir. Jeder von uns hat Prinzessin Zelda viel zu verdanken. Deshalb wollten wir irgendwas tun, um zu helfen. Aber der Truppenführer steht oben auf dem Tor und kommt bestimmt nicht extra runter, um uns einzuweisen. Naja, letztendlich sind wir ja auch auf unsere eigene Initiative hinhergekommen. Da müssen wir wohl warten. Auf dem Tor. Da? Ist er das? Kommt jetzt hier ein Leune? Nee, kein Leune in Sicht. Ah, hier ist der dritte Wall. Okay. Wir sind richtig. Was haben wir eigentlich zu essen mit? Oh, bissel. Bissel. Ich glaube, damit komme ich gerade so klar. Oh, was haben wir hier wieder? Dann werfen wir jetzt einfach die Axt weg, weil wir die auch schon ein bisschen benutzt haben. So. Ein Soldatenschild. Die sehen ganz cool aus. Die sind von Miasma befallen, richtig? Die haben so Verätzungen auch. Ich dachte erst, das wäre so ein fancy Muster, aber es ist Miasma. So. Wow! Ist da drin? Yeah! Oh, da ist eine Fackel. Ist das unsere erste Fackel? Unsere erste Fackel. Dafür brauchen wir Platz. Ich will gerne Fackel dabei haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Was hast du zu sagen? Die Waffen, die man hier findet, sind auch alle zerfressen worden. Es gibt wohl auf der ganzen Welt keine Waffe mehr, deren Klinge nicht schartig ist. Zerfressen? Oh, ein Neuling. Als der Kataklysmus über uns kam, wurden Schwerter, Lanzen und sämtliche anderen Klingenwaffen plötzlich zerfressen. Wir haben schon überall nach intakten Waffen gesucht, aber es scheint, als wäre wirklich ganz Hyrule davon betroffen. Reparieren kann man sie auch schlecht. Uns bleibt nicht viel anderes übrig, als die Waffen mit irgendetwas zu verstärken. Okay, danke für den Tipp. So, wie komme ich jetzt zu dem nach oben? Einfach so? Nee, das ist zu weit oben. Ne? Wie komme ich denn da hoch? Klettern. Gibt es hier eine Leiter? Man sieht wieder so viel. Gucken wir, ob wir hier hochkommen. Upsala. Nee, das ist ein bisschen zu... Wo war der denn? Der stand hier irgendwo rum, gell? Nee, nicht ganz. War der noch weiter oben? Da! Noch sehe ich aber auch keinen Krog oder so. Obwohl die ja überall eigentlich sind. So. Okay. Du bist es dann aber nicht? Nein. Ich habe meinen Bericht jetzt komplett durchsucht und bin hergekommen, damit man mir eine neue Aufgabe zuweist. Aber Truppenführer Holm scheint etwas nun ja angespannt zu sein. Da traut man sich gar nicht, ihn anzusprechen. Oh, ich kenne das Gefühl. Das ist so super doof. Weil dann ist man die Person, die alles abbekommt, wenn man da irgendwas Falsches sagt. Das ist schon krass. Okay, so. Ich denke mal, du mit dem Helm bist es. Oder bist du das? Nee, ich denke mal, der Helmtyp. Wer bist du? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ich werde nicht mehr. Werter Link, ihr seid es tatsächlich. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Boah, bin ich erleichtert. Nee, eigentlich nicht. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt? Aber ihr habt ihre Stimme gehört? Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Oh, ich verstehe. Beziehungsweise, ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma im Weg. Herr Truppenführer Holm! Prinzessin Zelda! Hä? Sie ist es wirklich? Prinzessin! Ihr seid wohl auf!
Yo. Was war denn das für eine Aktion? Hm? Hä? Hm? Ihr habt sie doch auch gesehen, oder Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden? Was geht da nur vor sich? Schnell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück. Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Ja, machen wir. Machen wir. Gehen wir wieder zurück. Können wir da einfach runterspringen? Oder? Ja, doch, komm. Wir springen ihm in die Arme. Fang mich! Okay, fang mich! Wir können einfach einen Sturzflug machen. Ist das nicht ein bisschen schlecht? So, woanders können wir jetzt eh nicht hin. Hinten war das Tor nämlich zu. Da ist auch zu. Eieiei. Wir laufen jetzt schön hier. Was ist das? Hä, was ist das? Seht ihr das? Was soll das denn sein? Das sieht ja ganz komisch aus. Was hat sich denn alles hier verändert, seit ich das letzte Mal hier war? Gibt's ja wohl nicht. Hey, darf ich da jetzt rein? Bestimmt nicht, da steht er immer noch so davor. Und ich habe gar keine Ausnahmegenehmigung bekommen. Da ist eh zu, ne? Ja, ist eigentlich voll wurscht. Da brauche ich gar nicht reingehen. Ach, die Musik. Wie viel gibt es da oben wohl? Bestimmt viel. Oh, das ist... Das ist zu viel. Wie soll man das denn alles erkunden? Da reicht doch ein Leben gar nicht. Das geht gar nicht. So, da hinten ist noch ein Schrein. Haben wir den? Haben wir den... Hier ist überall... Oh, guck mal. Ich will den gerne markieren. Aber man sieht kein Fitzelchen von ihm. Da ist auch noch was. Sieht aus wie so ein kleines Schlösschen, ne? Okay, haben wir den. Was sagt die Karte denn? Guck mal, das ist aber alles... Fast alles, was ich markiert habe, ist hier. In dem Bereich. Das ist doch schon mal was Schönes. Können wir dann alles noch absuchen. Aber erstmal gehen wir zu Pura zurück. Das ist sehr cool mit diesen leuchtenden Türen, gell? Von den Schreinen. Sieht man auch immer sehr direkt, wo man schon war. So, guck mal, ich mache jetzt mal was hier. Und da wird er sich freuen. Wollen wir dem was bauen? Kann ich dem... Zu hoch. Das ist zu hoch. Kann man dem was bauen, dass das Schild nicht umfällt? Frage ich mich. Aber hier gibt's... Kann man das hier alles mitnehmen? Mein Gott, man kann. Man kann... Mein Gott. Man kann das einfach alles mitnehmen. So, guck mal. Können wir jetzt sowas da dran machen? Das ist auch zu hoch. Aber vielleicht, wenn man das da so... Jetzt lass mal los. Oh, ich hab dich doch schon mal gesehen. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, Direktor Dumster. Ich meine natürlich, ein Schild hier anzubringen. Oh je, aber wer stellt jetzt die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Lass mal los. Mhm. Aha, okay. Ja, lass los.
Ja, so ganz gerade ist es nicht. Großartig. Er steht von alleine. Ganz ohne ihn zu stützen. Oh, das ist ja genial. Wieso ist mir das nicht schon viel früher eingefallen? Na klar, wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Ich mach das so und zucke hier was fest. Hm? Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild jetzt im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier, als Dankeschön. Oh, danke. Außerdem musst du nach all der Arbeit doch hungrig sein. Dann kriegst du ein ganz besonderes Gericht von mir. Kräuterreisbällchen. Oh, lecker. Mit Wildgemüse. Ach ja, eigentlich bin ich dir noch zu viel größerem Dank verpflichtet. Das hier stammt aus meiner ganz persönlichen Sammlung, aber du hast es dir verdient. Was? Zwar was? Übernachtungsgutschein. Gutschein, den man an Stellen für eifriges Punktesammeln erhalten und daraufhin für eine Übernachtung in einem weichen Bettchen eintauschen kann? Wie krass ist das? Oh. Jetzt kann ich endlich auch andererorts wieder Schilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg. Das ist ja ulkig. Es gibt... Man kann Coupons sammeln. Hä? Gut, dass wir das mal gemacht haben. Ein Denkmal jenen Seelen, die die Verheerung von unseres Zelda... Oh, ein Denkmal. Oh, wie schön. Es lohnt sich immer, zu Fuß zu gehen in dem Spiel. Es ist einfach so. Oh, ich will überall hin. Egal, wir gehen jetzt noch zu Pura. Ich will auch gern dahin. Das sieht ultra krass aus. Da sind bestimmt Megamonster drin. Oder so. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre schon witzig. So, ihr müsst abends auch die Brücke hochziehen, gell? Ich würde gerne wissen, was das für ein Gedöns ist. So, was hat er da eigentlich? Das sieht süß aus. Ist da... Ist da... Nein, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Aber vielleicht hat er da ja einen kleinen Teufel versteckt? Okay. Hi, Pura! Ah, willkommen zurück, Link. Und, hast du etwas herausgefunden? Ja. Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Ach, du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder? Kann ich es mal bitte kurz haben? Ist ja immerhin quasi... Nee, ist eigentlich das von Robelo, ne? Das heißt nur Pura-Pad. Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Der hier. Mhm. Ah, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Joscha. Wie steht es um den Kartografieturm? Der steht da. Grundsätzlich ist er fertig. Der sieht super cool aus. Ich mag ihn. Oh, der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, die hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal eine Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Nee. Mhm.
Dann wende dich doch an den Wächter des Schutzraums dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Dann solltest du dich einmal in Mubs Laden umsehen. Ich bin da mal beim Kartografierturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Ja. Komm, Joscha, es ist Zeit, den Kartografierturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Katschika! Du hast Schalterdienst, Joscha. Katschika! Oh. Jawohl, Direktorin Pura, ich stehe bereit. Schalter bei Fuß. Okay, Pause müssen wir machen. Das schwebende Schloss. Okay, Karte. Wir müssen jetzt einfach zu Pura gehen, ne? Theopraktisch. Wieso ist da bei dem Brunnen... Wieso ist der Brunnen eingezeichnet? Das ist eine gute Frage. Wo ist hier überhaupt der Brunnen? Da. Ich darf nicht. Entschuldigung, Toda. Ah, bitte nicht anfassen. Der Brunnen wird gerade noch gebaut. Ich kann nicht riskieren, dass du dich verletzt oder gar hineinfällst. Oh, schade. Ich würde gern mal gucken, was da unten ist. Ja, das ist halt so gemein. Das Ding ist, ich spiele doch jetzt nicht Tears of the Kingdom, um genau wieder mit dieser Rüstung rumzulaufen. Das kann doch keiner von mir erwarten. Niemand kann das. Ach, komm ruhig näher. Willkommen. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Dies ist der einzige Laden, den es am Spähposten gibt. Ich weiß, auf den ersten Blick macht er nicht viel her. Aber in meinem Heimatdorf gehörte mir der Krämerladen. Daher bin ich sicher, dass ich hier eine gute Auswahl anbiete. Es würde mich freuen, wenn du Stammkunde wirst. Heimatdorf? Oh. Mein Heimatdorf heißt Angelstedt. Es liegt so weit im Süden des Landes, dass es auch das Dorf an der südlichsten Spitze genannt wird. Aber dann tauchten plötzlich Piraten auf. Mir gehörte der Krämerladen dort, aber ich konnte mir nur noch meine Waren schnappen und dann rannte ich los. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie es dem Dorf ergangen ist. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in meine Heimat zurückkehren kann. Also muss ich jetzt Handel treiben. Bitte such dir aufs, was du haben möchtest und sprich dann mit mir. Darf es auch... Nö. Okay, aber ich will jetzt gar nicht. Ich will neue Sachen haben. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge geht's zu Pura. Ich weiß nicht, wollen wir... Wo ging's denn nochmal hier zum Schlafen? Sie hat gemeint, hier gibt's kostenlose Betten. Wo sind diese kostenlosen Betten? Hallo? I need a bed. Da kann ich trainieren. Ich will schlafen. Ich will morgen haben. Hier gibt's kein Bett. Hier gibt's nirgendwo Betten. Sie hat gelogen. Oder ich bin blind. Ich sehe aber kein Bett. Nee. Nee. Gibt's hier ein Feuer? Gibt's hier ein Feuer? Ich sehe gar nichts. Nee, gut. Ja. Vielleicht gehen wir gleich. In der nächsten Folge mal hoch. Mal gucken. Mal gucken. Wir müssen ja erstmal zu Pura. Okay. 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 Folge vorbei. Folge vorbei. Wir stellen uns hier hin. So. Dann danke ich hier wieder allen fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi.